Willkommen zurück zu Miitopia! Ein Level-Up für Mike und ein Level-Up für Jesus, der alle heilen lernt. Umhülle dein Team mit Licht, um HP wiederherzustellen. Nice. Falls ihr es nicht wisst, ich bin gerade in diesem Level, also das, was wir in der letzten Folge ganz am Ende gemacht haben. Hier ist nochmal eine Kiste mit sehr, sehr viel Geld. Und hier ist das Ende des Levels. So, womöglich ist das die letzte Folge in der Story. Aber ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher. So, ihr beide könnt euch ein bisschen besser. Das ist toll. Super. So, und jetzt wollen wir nochmal alles ausgeben. Na, okay, nicht wirklich. Weil, ihr wisst es, ich habe da kein Interesse zu, weil das ist, finde ich, ziemlich langweilig, das die ganze Zeit A zu spammen und zuzuschauen, wie sie sich halt besser kennenlernen. Dann ist es lieber automatisch. So, ein bisschen Geld habe ich aber noch, würde ich gerne verpleppern. Sternenpfanne kann ich zum Beispiel noch für den Freddy, den guten Freddy holen. Sieht ja aus wie eine Pfanne, aber kann ich ihm trotzdem gönnen. Passt ein bisschen besser zu seinem Auto als diese Goldpfanne. Auch wenn sie ziemlich cool aussieht, die Goldpfanne. Der will immer noch die Glocke haben. Einen Klingenfächer oder... Okay, komm, das brauche ich. Komm schon. Bitte, bitte. Ja, Herzchenzauberstab. Wunderschön. Wunderschön. Damit werden wir dem Gomma HD, dem Dunkelfürsten Gomma HD, sein Herz reinigen. Das ist der Plan. Wie passend. Boah, wie viel Essen ich habe. Lass mal kurz schauen, was ich alles habe hier. Drachenfruchtsternchen. Die saftige Frucht ist von einer extrem harten Schale geschützt. Stimmt, in der letzten Folge haben wir einen Drachen kennengelernt. Den Dominik. Dominik, der Drache. Ja, der existiert auf jeden Fall. So. Hier ein bisschen Attack für dich. Fress die alle auf. Zack, schön. Hat das schon jeder probiert? Ja. Wer mag das? Du magst das sehr. Nur du. MP für dich ist, glaube ich, ganz gut. Ja, können wir dir geben. So, das hat noch niemand probiert, glaube ich. Ja, ein paar halt. Könnt ihr mal alle trinken. Bisschen stärken. Oh, außer bei dir. Bisschen stärken kann nicht schaden, würde ich sagen. Hat sich gereimt, ohne dass ich es wollte. Yay! Törtchen! Wer darf das Törtchen fressen? Hm? Wer hat es denn alles probiert schon? Fresse Igitt und ich. Okay. Komm. Na, kann die nicht? Kann die nicht? Können alle nicht. Komm, Bunny. Bunny mochte es. Natürlich. Bunny mag natürlich Kuchen. Ist ja klar. Gut. Habe ich noch irgendwas, was ich noch fix geben kann irgendwem? Irgendwas probieren? So? Nein. Nicht wirklich. Hat schon ihr probiert. Ihr drei mögt das. Du bist schon satt. MP und Magie. Magie. Na, können beide gebrauchen, glaube ich. Bin da aber gerade nicht sicher. Ich gebe das mal einmal so ein Stück zu beiden. Und dann lassen wir es auch mal wieder. So. Wollen wir aufbrechen. Bauen wir kurz unser Team noch mal ein bisschen weiter auf. Lass mal schauen. Wer ist denn hier alles? Ich weiß halt nicht. Es ist halt so schade, dass nicht alle im Bosskampf haben kann. Nur so drei weitere neben mir. Weil mich kann ich ja nicht raustun. Mike bleibt im Team. Wahrscheinlich dann in der Afterstory ist das dann nicht mehr so, hoffentlich. Also was heißt hoffentlich? Wahrscheinlich so. Aber ich bin schon Level 17, ne? Die anderen sind Level 15. Ja, aber ganz ehrlich, das Team ist eigentlich so ganz gut, wie ich es gerade habe. Zauberer, Ritter, Priester und Teufel. Das ist, glaube ich, ganz gut. Aber Prinzessin wäre vielleicht noch besser. So, wäre es vielleicht sogar noch ein Stückchen besser, wenn wir noch eine Prinzessin drin haben. Weil ich weiß, dass Prinzessin eine sehr, sehr gute Klasse ist. Haben wir aber drei Mädchen und mich. Ach komm, ist doch egal, oder? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das können wir mal wieder ihn reintun. Ich weiß nicht. Ich fühle mich da so unsicher. Okay, lasst mich. Gucken wir erstmal. Gucken wir erstmal, was. Nein, 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 nein! Ich schwöre, es ist der Stick. Er driftet. Auf dem Pro-Controller. Das ist mies. Oh. Moment, da oben. Oh, da oben könnte schon wirklich das Finale sein. Das ist so.
Ganz weit offen. Bitte sag mir, das Level hier ist kurz. Kommt schon, vielleicht können wir es in dieser Folge beenden. Pferdemon, Pferdemon, yay! Nein, natürlich nicht. Natürlich, dass ich das Level wieder zweimal mache. Natürlich. Natürlich, natürlich. Oh. Ein Spielschein. Und bevor wir das Level wahrscheinlich schon direkt beenden, wie es aussieht, nochmal ein Gegnerkampf. Explosion. Bam. Bam. Nein. Aua. Aua. Ihr werdet auf jeden Fall, falls er da oben ist, man sieht ihn gleich auf der Map, dann werde ich auf jeden Fall nochmal ein bisschen Tickets und alles ausgeben und alles machen und so. Anders mache ich dann auch Screen. Aber falls der böse Fürst Gummer, der da oben ist und auf uns wartet, in seinem Thronsaal, dann ja, dann werde ich das machen. Oh, Jesus. Nice. Zack, du bist down und sie heilt sich. Supi, supi tolli, juhu. Ich mach nochmal schön den Schnauber auf euch beiden. Ihr seid hoffentlich beide dann down. Bam! Nee, der Boss lebt noch. Natürlich lebt er noch. Oh, ich sterbe, Leute. Leute! Ah, I'm dead. Kommt schon, Leute. Ich krieg das doch hin, oder? Oder? Kommt schon. Ja. Also GF und Michael möchte ich eigentlich schon im Team behalten, aber ich bin im Überlegen, vielleicht Jesus rauszutun. Weil Bunny ist, glaube ich, ein bisschen... Ja, sie ist nicht so stark, aber sie hat halt... Prinzessin ist eine gute Klasse auf jeden Fall. Ich weiß nicht. I don't know. Warte, hier geht's aber nicht nochmal in zwei Richtungen, oder? Doch. Doch. Gott. Der lange Korridor wird hier nochmal dargestellt. Ich will Bosskampf machen. Ich will nicht noch irgendwelche langweiligen Level machen. Die langweilig sind. Und levelhaft sind. Keine Lust. Oh, neue Technik. Alle heilen. Alle heilen. Danke. Als ob das bei jedem das dann wächst. Ist ja richtig OP dann. Ja, Level 4 Bekannte. Toll. Und ich kann es nicht vorspulen. Es geht nicht. Es geht nicht. Doch jetzt. Nee, nur bei manchen anscheinend. Egal, keine Ahnung. Autsch, autsch, autsch. Alle brennen. Ist nicht gut. Alles in Ordnung. Solltest du eigentlich dich mal fragen. Du brennst, Bro, du brennst. Also wenn die Flammeneffekte weg wären, dann könnte man sich auch was anderes vorstellen. So ein bisschen Toilettengang oder so. Naja. Aua, 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 Explosion. Ja, und genau deshalb habe ich... keine Lust gehabt, die jetzt an die Ruhezone zu schicken. Da kamen wir sowieso vorbei und hier ist sowieso das Ende. Bam, bam. Bam. Level 20, beste Freunde. Die zwei haben wieder erstarken gelernt. Fallen du und dein Freund im Kampf, steht ihr beide wieder auf. What? Das hört sich richtig OP an. What? Tänzerrobe. Dämonische Flasche. Sonnentaler. Und das Karo-Ding. Ja, will ich irgendwas davon kaufen? Nicht wirklich. Eigentlich keine Lust. Kann ich noch ein bisschen futtern? Na komm, futtern mache ich doch dann lieber ausgehen, glaube ich. Beziehungsweise... später. Wollen wir noch mal kurz sehen, ob da oben wirklich jemand steht. Oh, nicht, dass jetzt irgendwas ausgelöst wird. Egal, ich gehe hoch. Oh, da ist er. Da steht er. Tatsächlich, hier ist das Finale. Machen wir es gleich. Und mit gleich meine ich gleich. MP-Sauger. Eine neue Technik. Na, es ist halt HP-Sauger, aber in MP. Ja. In dieser letzten Kiste befindet sich ein paar Tickets, die ich nun verwenden werde.
So, und da bin ich wieder. Wie ihr nun sehen könnt, habe ich wirklich mit jedem kennengelernt. Jeder kennt sich gegenseitig. Jeder kennt jeden. Ja. Genau. Wir haben noch ein bisschen was gemacht, so, aber ist nicht wirklich wichtig. Das Einzige, was jetzt wichtig ist, ist, Gomma HD in den Hintern zu treten. Also, let's go. Und ich lasse mein Team so, wie es gerade ist, weil ich weiß nicht, wie ich es sonst machen soll. Ja. Okay. Auf zum wahrscheinlich finalen Endboss? Fragezeichen. Die lästige Zecke ist wieder da. Wir sind bereit, es mit dir aufzunehmen. Komm mal, HD. Oh, ich zittere schon vor Furcht. Wie süß. Ihr seid so weit gereist, nur um mit mir zu spielen. Aber das Spiel ist aus. Ich mache jetzt ernst. Als erstes nehme ich mir eure dummen Gesichter. Dann eure Seelen. Und dann eure Diamanten. Und zu guter Letzt euer Leben. Eure 10 Herzen. Falsches Spiel, Gomme. Wirklich? Bist du dir sicher, dass du es hinkriegst? Wir werden aber nicht verlieren. Zeig, was du drauf hast, Gommade! Und da kommt der Endboss. Dunkler Fürst Gomme HD. Wir fangen natürlich sofort stark an mit Hottehü Pegasus. Oh, episch. Bam, 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 bam. Wo guckt der hin? Warum ist der so komisch geformt? So länglich. Oh, neue Technik. Bezirzen. Ui. Oh, nein, 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 das ist nicht gut. Oh nein, das ist überhaupt nicht gut. Zwei Leute am Schlafen. Ah! Bam! Reiß dich zusammen. Ouchi. Nice. Wunderbar. Bam! Ich habe jetzt leider nicht darauf geachtet, wie viel Leben der noch hat. Wenn ich gleich dran bin, kann ich das nochmal schauen. Oder? Ne, kann ich. Achso, kann ich ja gar nicht. Kann ich ja gar nicht, weil ich gerade verrückt bin. Jetzt nicht mehr. Jetzt kann ich nachschauen. Lass uns mal gucken, wie viel er hat. Das ist jetzt schon fast auf der Hälfte? What? Ehrlich? Krass. Als ob das so einfach ist, der Boss. Mega Feuer. Bam. Ich mach's diesmal ohne diesen Streuer, weil der ist mega OP, der Streuer. Ich möchte es mal ohne schaffen. Ich glaube an uns, dass wir das hinkriegen. Aua, aua, aua. Die Hälfte ist weg. Ha, du bist ein Opfer. Du kannst gar nichts. Yay, ich bin geheilt. Bam. Ui. Habt ihr aber geglaubt, ich lasse euch einfach so gewinnen? Oh, oh. Nein, mein Gesicht. Leute. Dieser Körper ist so schlimm. Oh, oh, noch mehr. Oh nein. Nein! Und so mein Gesicht da. Hilfe! Oh, oh. Ich kann nichts tun. Ich kann nichts tun. Greif doch an. Müsst ihr... Nein, nicht ihn. Die Gegner. Greift die Gegner an! Zeit ist die Wahrheit eures Gesichtes zu zeigen. Unsere Gesichter sind nicht böse! Bam! Jetzt greift doch mal richtig an! Oh. Ey Mann! Zeit die Wahrheit ins Gesicht zu blicken. Glaube ich, hat er gesagt.
Könnt ihr es mal retten? Hallo! Rettet uns! Nicht heilen, das ist so egal! Wait, what? Okay. Na dann. Kommt schon! Jetzt kannst du aber eingreifen, oder? Greif an! Greif doch jetzt an! Nicht auf ihn! Oh Mann! Nein, die greifen nur ihn an! So habe ich das euch aber nicht beigebracht. Wir müssen es natürlich retten. Hallo? Retten! Das gibt's nicht. Das gibt es nicht! Jetzt rette uns endlich! Mann! Yay, Heilung. Yay, juhu, gute Freunde. Ey, ich wäre wirklich gute Freunde mit dir, wenn du mich mal retten würdest. Jetzt rette mich endlich. Rauf da. Du sagst die ganze Zeit das Gleiche. Wir können ihn, glaube ich, noch gar nicht besiegen. Komm schon jetzt. Nicht auf ihn gehen. Hey, ich habe mit mir selbst gefühlt. Es bringt nichts, ob ich rede oder nicht. Die hören nicht auf mich. Die machen, was sie wollen. Das gibt es nicht! Komm mal bitte, jetzt greif doch mal die Schergen an. Ja! Die Schergen, richtig, die Schergen angreifen. Alter, das wird ein langer Kampf, ich seh's jetzt schon. Das wird ein langer Kampf, du. Komm schon jetzt, greif die Schergen an, bitte. Bitte! Ich kann halt wirklich nichts machen. Ich kann nur zuschauen. Das macht nicht mal Damage, der MP-Sauger. Ach, Mann. Ach, Mann. Bitte, nein, hört auf euch zu heilen. Ja, Leute, und wie geht's euch so? Wie war euer Tag so? Ja. Also, mein Tag ist mies, weil ich mein Gesicht verloren habe. Ich glaube, mein Gesicht klebt also auf so einen komischen Typen zum Schergen. Vielleicht soll ich auch einfach die ganze Zeit dagegen heilen, weil die ganze Zeit Heil-Sachen, Attacken und so einsetzen. Das ist so nervig, weil sie brauchen das jetzt nicht tun. Hier, ich pushe euch wieder alle voll. Ich lasse sogar dieses Menü hier offen. So, dieses Menü. Merk hat den Kopf verloren. Naja, mein Kopf ist noch da, ja, das Gesicht. Komm, jetzt greif's richtig an. Ja, greif's richtig an. Ja! 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 Danke, Jesus! Göffel, mit dir habe ich noch ein Wörtchen zu reden. Yes! Da ist er down! Nein! Das war's? Das war der Endboss? Was? Oh, das ist ziemlich viel. Ha, schnappt's euch weg! Hat sich nicht gelohnt. Was? Ultima Tesse? Krass. Was denn? Warte, was? Autsch! Was zum... Hab ich... irgendwas angestellt? Ja, hast du. Hä? Wo kommst du denn jetzt her? Oh. Ihr habt den dunklen Fürsten besiegt. Das überrascht mich nicht. Wirklich gar nicht. Oh nein. Ups. Aua! Achtung! Wow! Oh nein, sag nichts. So, das ist also mein brandneuer Körper. Das ist einmal eine Runderneuerung. Nein.
dunklerer Fürst, Iwata. Und die Kräfte des großen Weisen bekomme ich auch noch dazu. Das ist ja schöner als Geburtstag. Wobei, es ist ja eine Geburt. Die Geburt des dunkleren Fürsten. Bis bald. Blum. Wir haben Gomma die befreit. Aber... Naja. Fazit. Hat sich nicht verbessert. Ho ho ho, ich bin es mal wieder. Horst, der über alles herrscht. Steckt offensichtlich in ziemlichen Schwierigkeiten. Die wahre Form des dunklen Fürsten ist also der kleine Kerl. Und der hatte sich den Körper von Gorade ausgeliehen, ja? Und jetzt hat er sich den des weisen Iwata, einverleibt. Der Körper muss euch nicht so viele Sorgen bereiten. Die Macht der Magie des großen Weisen hingegen schon. Aber ihr seid ja nun auch nicht aus Pappe, nicht wahr? Befreit ihr die Welt auch von diesem mächtigen Gegner? Das fände euer Horst ganz schön knorke. Ho, ho, ho. Aber natürlich werden wir das tun. Der große Weise Wart hat mich gerettet. Dann sind wir jetzt an der Reihe, um uns zu revanchieren. Da gibt es nur ein klitzekleines Problem. Wie können wir den dunkleren Fürsten aufholen? Ah, guten Morgen, ich bin jetzt wieder wach. Das war der. Oh, ich dachte, es war Gomme. Seid mitgenommen, Maus. Gibt es einen Grund dafür? Auch das Problem ist der dunklere Fürst, ja. Ich kann euch helfen. Ich helfe gerne. Passagiere des Flugs. Bitte an Bord. Danke, Dominik. Ja, cool. Hilfe! Hehe, nice. Mit Dominik dann nun auf zum richtigen Endboss. Der befindet sich nämlich wo? In der Afterstory? Oder wo? Wow! Ich wusste gar nicht, dass die Welt so groß ist. Volle Aussicht, nicht wahr? Aber was bringt das uns? Wir müssen die Warte irgendwie finden. Das ist ja mein Problem. Oh, da fällt mir was ein. Was denn? Es gibt eine Note namens weit gereist. Schon mal gehört? Nein. Der Name sagt schon einiges. In dem Ort halten sich nämlich viele Reisende auf. Leute aus jedem Winkel der Welt. Wirklich? Ja, irgendwas können wir da sicher erfahren. Dann nichts wie los. Das scheint dann wohl die Afterstory zu sein. Habe ich recht? Dürfen beliebte Mii-Charaktere weit gereist besuchen? Kann später geändert werden. Okay. Beliebte Mii-Charaktere besuchen weit gereist. Um dies zu ändern, kannst du auf dem Titelbildschirm die Option Mii aufrufen. Okay. Wähle ein Mii für den Informanten. Informant kennt jeden, weiß alles, beste Informationsquelle in weit gereist. Da fällt mir sogar schon was ein. Weit gereist. Okay, das sind sehr viele Random Mies. Die werde ich auf jeden Fall noch ändern. In der nächsten Folge. Aber hier sehen wir den ich gerade eingestellt habe. Informant. Bob. Hey, Grün! Habe ich dich hier noch nie gesehen? Ich bin auch zum ersten Mal hier. So ist etwa nach dem dunklen Fürsten? Ah, stimmt ja. Das ist ja jetzt der dunklere Fürst, Iwata. Und der ist wohl auch stärker als der dunkle Fürst, Kamerade. Keine Ahnung, wo der stecken könnte. Irgendwer in dieser Stadt wird aber sicher wissen. Kommen schließlich genug Reisende aus aller Welt hier in die Stadt. Alles klar, Toad.
Wir haben... was bist du? Ein irgendein Auge? Isaac? Nice. Weiß ich nicht, wer das sein soll. Oder wer du sein sollst. Miyamoto in einem sehr interessanten Outfit. Und Batman. Da sind wie viele Leute? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ne? Ja, da werden wir uns diese Stadt in der nächsten Folge anschauen. Das ist dann höchstwahrscheinlich die Auto-Story. Falls nicht, dann, habe ich halt gehört, aber ich vermute das einfach mal. Wir haben Gomma HD, den dunklen Fürsten, besiegt. Aber jetzt fehlt noch der dunklere Fürst. Seid gespannt.